In den wilden 60ern gibt es noch keine Oldtimer-Rallys. Die Oldies von heute sind die Alltagsfahrzeuge von damals, wie der VW-Bus der zweiten Generation. Es sind auch die wilden 60er, als diese Idee um sich greift. Man nehme einen VW-Transporter und mache daraus ein Reisemobil für die großen Träume und den kleinen Alltag. Aus den ersten privaten Basteleien von Globetrottern in den 50ern entwickelt sich eine ganze Branche. Deren Höhepunkt? Die legendären Westfalia-Busse auf der Basis des VW Typ 2. Die VW-Bus-Story ist eine typische Erfolgsgeschichte der Nachkriegszeit. So wie in dieser Skizze des holländischen Importeurs Ben Pon soll er aussehen. 1948 entsteht der erste Prototyp. 1950 beginnt die Serienproduktion. Das erste Modell, der T1, entwickelt sich weltweit zu einem Bestseller. 1961 läuft der 1-millionste Transporter vom Band. Insgesamt fast 18 Jahre lang ist er Reisebegleiter, Handwerkskollege oder einfach nur ein zuverlässiger Kumpel mit unendlich viel Laderaum. 1967 steht der Modellwechsel zum T2 an. Größer und moderner als der Vorgänger bleibt allerdings das Konzept an sich unangetastet. Heckmotor und Luftkühlung wie beim Papa, dem Käfer. Was beim Käfer Ende der 60er allerdings veraltet wirkt, funktioniert beim Bulli prächtig. Und auch er entwickelt sich zum Liebling der Handwerker, Globetrotter und Großfamilien. Der grün-weiße Westfalia basiert auf der letzten Evolutionsstufe des T2. Im Heck arbeitet der klassische Boxer mit 50 PS Leistung aus 1600 Kubikzentimeter Hubraum. Auf Wunsch gibt es auch noch den 2 Liter großen Flachboxermotor und 70 PS Leistung. 50 PS genügen für den gemütlich Reisenden vollauf. Immerhin gut 100 Sachen sind damit drin. Schließlich möchte man nicht hektisch rasen, sondern den guten alten Zeiten nachspüren. Und 50 PS überfordern auch das Fahrwerk nicht, denn die Schräglenker-Hinterachse und die serienmäßigen Scheibenbremsen vorn stellen durchaus zeitgemäße Technik dar. Faszinierend bis heute die Geländegängigkeit des Bulli. Die langen Federwege samt großer Bodenfreiheit machen ihn zum Alleskönner. Zehntausende Weltreisende können einfach nicht irren. Selbst anspruchsvolle Passstraßen der Alpen stellen für den Bus kein ernsthaftes Problem dar. Im zweiten Gang erklimmt der Bulli selbst steilste Wege. Die Traktion ist dank Heckmotor und Antrieb vorbildlich. Die Leistungscharakteristik moderner Diesel ist ihm natürlich fremd. Kein Wunder, bei rund 1,5 Tonnen Gewicht und nur 50 PS. Drehzahl statt Drehmoment heißt die Devise. Die Firma Westfalia war ein Vorreiter in Sachen Wohnmobilumbauten. Standard beim T2 die seitliche Schiebetür, Schrecken aller nächtlichen Campingplätze. Übung Nummer 1, Dach aufklappen und die obere Liegefläche herstellen. Klappt auch nach 30 Jahren noch bestens. Und den traumhaften Blick auf die Berge gibt es hier oben gratis dazu. Auch eine Etage tiefer entdeckt man fast alle Entwicklungen, die heute noch den Wohnmobilbau prägen. Kombinierte Arbeitsflächen, gasbetriebener Kühlschrank und Kocher, dazu flexible Tische und Bänke. Die Standheizung bietet auch in luftigen Höhen kuschelige Wärme. Kurz und gut, der Westfalia T2 ist auch heute noch ein vollwertiges Wohnmobil und mit seiner Geländegängigkeit sogar den meisten Nachfolgern überlegen. Nur die Zeiten der günstigen Einstiegspreise sind leider Geschichte. An die 20.000 Euro kann ein gut erhaltener Westfalia-Bus kosten. Selbst ein restaurierungswürdiges Exemplar schlägt mit 3.000 zu Buche.
Auf der Habenseite steht preiswerter Unterhalt und eine nahezu 100%ige Ersatzteilversorgung. Steht eine Weltreise an, der Westfalia-Bulli ist immer noch eine Option. Er verträgt jeden Sprit, er kommt überall durch und geht doch einmal etwas kaputt, kann jeder Busch-Mechaniker die einfache Technik reparieren. Und fast das Wichtigste, alle finden den VW-Bulli sympathisch.